Meine sehr verehrten Damen und Herren, Brüder und Schwestern, ich hatte mir lange überlegt, ob ich am Anfang diese folgende Bemerkung mache, aber ich bin gedrängt, es zu tun. Am 9. Februar, am Fest des heiligen Cyrill von Alexandrien, verließ meine Mutter ihren Körper. Und heute beim ersten Ereignis danach, das solches Gewicht hat, will ich sagen, dass ich mich in Christus gesendet weiß von diesem großen Menschen, der sie war, der angestrahlt ist vom Licht des Gottmenschen und in unserer Mitte anwesend ist. Nur ich kann von ihrer Größe wissen, von ihrem Opfer, von ihrer Unbedingtheit, die mir in Christus voranleuchtet in den Schoß des Vaters. Das sei zum einzigsten Mal an dieser Stelle gesagt, ich musste es tun. Und nun lassen Sie mich etwas sagen von diesen Tagen, in denen die Düsternis, in welche der offizielle Raum der Kirche geraten ist, unsere Seele besonders schmerzlich durchdringt. Da ist mal wieder vor aller Augen weit ausgebreitet ein Panorama großer Suggestion, erhabene Gedanken erstrahlen, viel Schönes, viel Wahrheitsträchtiges wird gesagt. Ich sage mit Absicht Wahrheitsträchtiges, meine lieben Brüder und Schwestern. Und da heißt es sehr verbreiteterweise, kann man da denn abseits bleiben? Darf man da abseits stehen? Das ist für demokratistische Vorstellungen oft so das Schlimmste, was es gibt. Im Abseits stehen. Das hörte man und hörte ich auch im Sinne von Warnungen und Mahnungen. Sehen Sie zu, dass Sie nicht ins Abseits geraten. Man muss doch immer mitgehen, man muss doch immer dabei sein. Und vor allem, wenn so viel Jubel ist, so viel Begeisterung, wo sich doch offensichtlich da etwas kundtut von der Bedeutung der katholischen Kirche, wie sie doch weltweit anerkannt wird, wie sich die Prominenz doch drängt, um ihrem Oberhaupt zu huldigen und wie er selbst so vieles Schöne sagt, kann man da denn abseits stehen? Lassen Sie mich das kurz sagen mit der Massendemokratie, in der wir leben. Sie ist nicht schlechthin identisch mit Demokratie. Aber Massendemokratie, die kommt daraus, dass man aus der Demokratie eine Ideologie, eine Weltanschauung, einen Wert an sich macht. Und diese Vorstellung wird vorangetrieben von interessierten Kreisen. Und in dieser Massendemokratie, in diesem Demokratismus steckt der Keim des Totalitarismus. Hitler wäre nie gekommen ohne die Massendemokratie, niemals. Und wir sind in großer Gefahr, dass wegen dieser Massendemokratie der Bolschewismus kommt. Sie müssen das mal so genau beobachten. Die Masse meint zu meinen und wird gemeint. Die Masse meint und wähnt zu denken und wird gedacht. Da kommt ein Wink, eine Ordre von irgendwoher. Das sind die Hintergrundsleute an den Schalthebeln. Man bekommt sie nicht raus. Aber alles gehorcht. Offenbar werden sie nicht genannt, diese Mafiosi. Die Medien der Publizistik gehorchen und schon werden irgendwelche Leute aufgebaut. Millionen glauben daran und halten diesen Menschen für einen außerordentlich bedeutenden. Und Zeitungen weithin, von Ausnahmen abgesehen, Rundfunk und Fernsehen sind sich einig darin, dieser Mensch soll gelobt werden. Und dann wieder gelobt. Ich denke an die unglückselige Ära Kennedy, ich denke an Willy Brandt. Auch da war ein weltweites Übereinkommen. Da ist ein ganz bedeutender Mann. Er war selbstverständlich nicht. Oder ich denke an eine bestimmte Ministerin, die völlig an den wahren Problemen der Zeit vorbeigeht. Diesseits der wahren Werte, an den warnenden Geistsignalen ahnungslos vorbei. Von untergeordneter Begabung, den wirklichen Problemen von Volk und Zukunft nichtssagend gegenüberstehend. Ähnlich wie ein gewisser Präsident, der seinen seichten und liberalen Gemeinplätzen den Stempel betonter Nachdenklichkeit aufsetzt. Das ist alles so von den Medien gefördert, herausgestellt. Und dahinter steht so ein gewisses Vorurteil von einem spezifisch demokratischen Verhalten. Und dieses spezifisch demokratische Verhalten, das da gelobt und gepriesen wird, verhindert es, dass wahre Persönlichkeiten entstehen. Wir haben ja keine Persönlichkeiten mehr vor unserem Blick. Eine Persönlichkeit zeichnen sich dadurch aus, dass sie unverrückbar, unwiderruflich ihren Standpunkt einnimmt und eine Position behauptet und sich selber Schicksal ist, völlig unbekümmert um Strömungen, Modemeinungen. Diese Persönlichkeit steht da wie ein Fels. Und Fels und Persönlichkeit, das sind austauschbare Begriffe. Diese Masse umfasst alle Bildungsschichten. Es soll niemand meinen, Masse sei auf eine bestimmte Schicht von Nichtgebildeten beschränkt. Ganz und gar nicht. Alle sogenannten Bildungsschichten sind genauso von dem Phänomen Masse betroffen, gleicherweise. Und in dieser arrangierten Massendemokratie, die ein weit geöffnetes Tor für jegliche totalitaristische Zerstörung der Persönlichkeit ist, gibt es eben diese eine Maxime: nur nicht ins Abseits geraten. Und daraus entsteht die Chance für die Zerstörer. Sie können sich schnell auf die Masse stützen. Und wer ist denn diese Masse? Nicht etwa dumpf, primitiv, daherlaufende Analphabeten. Die Analphabeten sind oft die letzten Träger überrestlicher und übrig gebliebener Kultur. Auch das ist so eine Wahnvorstellung, als sei Analphabetentum das Signum von Ungeistigkeit. Stimmt ja gar nicht. Die größten Geister der Welt waren weithin Analphabeten. Das ist auch so eine Wahnvorstellung. Leute meinen, wenn sie schreiben können, seien sie damit um ein paar Grad geistiger als die anderen, die nicht schreiben können. Ein verbreiteter Irrtum. Wer ist denn diese Masse? Gerade diese Masse sind so Leute intellektueller Selbstgefälligkeit, scheinobjektive Menschen, Leute des Einerseits, Andererseits, die so auf alles, was ihnen begegnet, die bequeme und selbsttäuschende Objektivitätsschablone anlegen. Ich habe das schon öfters gebracht, aber ich will es noch einmal wiederholen. Wer hat beispielsweise den Hitler hochgebracht und hochgehalten? Waren es die Nazis? Nein, es waren zu wenige. Waren es die Antinazis? Selbstverständlich nicht. Aber die Masse der Nichts, der Nicht-Nazis, die war der Zement, der den Nationalsozialismus gebunden, gefestigt und gehalten hat. Und wie ist es heute im offiziellen kirchlichen Raum? Wer bringt den Progressismus hoch? Wer hält ihn an der Stange? Wer hält ihm die Steigbügel? Nicht die Progressisten, die dezidierten Progressisten. Das ist eine Minderheit. Selbstverständlich auch nicht die Antiprogressisten. Aber die Nicht-Progressisten, die Konservativen, denen verdanken die Progressisten ihre Macht. Das sind diejenigen, die immer so nach allen Seiten hin sich offen halten wollen und der Meinung sind, wenn man die Nase zuhält und jeder festen, absoluten Behauptung gegenüber eine sogenannte ironische Distanz hält, dann wäre man geistig, und gerade die so denken, die sind die Masse, genau die. Die katholische Wahrheit ist nur behaust bei der Minderheit der klaren Antiprogressisten. Die sind nicht konservativ, nicht progressiv, die sind katholisch. Deshalb hüten sie sich davor, gegenüber Konservativen zu sagen, na, immerhin wenigstens doch dies. Gerade dieses immerhin wenigstens, das ist ja gerade das Schlimme. Vor dem ganzen offiziellen Gebaren der katholischen Kirche steht ein dickes Minuszeichen. Wir werden es gleich sehr genau uns ansehen, meine lieben Brüder und Schwestern, dieses ganz dicke Minuszeichen. Und je mehr Wahrheit hinter dieses Minuszeichen kommt, umso schlimmer.